Da sind wir wieder. Ich stelle mal, glaube ich, das Handy noch ein bisschen dahinter, dass ihr mich ein bisschen mehr im Ganzen so drauf habt. Ne? Genau. Irgendwie ist das heute alles wieder ein bisschen anders, aber ich glaube, wir sind live. Ich freue mich, dass ihr am Start seid. Sehe ich gut aus hier? Sehe ich schick aus? ja, Daumen nach oben. Ich freue mich, hier wieder mit euch live zu sein. Donnerstagabend. 20:15 Uhr startet Germany's Next Topmodel mit dem großen Umstyling und ich bin sehr gespannt, was wir heute alles sehen werden, was wir erleben werden, ob es spannend wird, ob wir alle zufrieden sein werden mit dem, was wir heute sehen. Bleibt auf jeden Fall aufregend. So, jetzt warte ich mal, bis ihr alle kommen. Heute habe ich mir so gedacht, ich komme einfach ein paar Minuten eher, aber beim letzten Mal war ich ja nicht ganz so früh. Ja, wobei ganz so früh ist es auch übertrieben, ne? Ich war jetzt gar nicht so spät da, aber heute bin ich noch ein bisschen eher, damit wir auch wirklich mehr Zeit haben. So. Daumen nach oben. Ich hoffe, die Leitung kracht heute nicht zusammen. Letztes Mal hat alles geklappt, ne? Sehr gut. Ich bin guter Dinge, dass es das auch heute so laufen wird. Heute mal in Jeansjacke. Yes. Brauche ich heute. Wie geht's euch? Hattet ihr einen schönen Tag? Oder war der Tag anstrengend? Erzählt mal ein bisschen. Schreibt es in die Kommentare oder besser gesagt in den Live-Chat. Und wenn ihr frisch dazu gekommen seid, bitte Daumen nach oben geben, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Sind gerade mal 19 Daumen nach oben. Ich habe mich gerade gefreut, dass es schon über 100 sind, bis ich da hingeguckt habe und gemerkt habe, das sind ja die Leute, die gerade im Chat sozusagen sind. Sind gar nicht Daumen nach oben. Jede Woche die gleiche Diskussion, ne? Naja. Grüße aus Erfurt, schreibt jemand. Grüße aus Berlin nach Erfurt. Kennst du den Schauspieler Damien Hardung? Ja, kenne ich. Den kenne ich. Klar, kann euch nicht sagen, woher ich den kenne, aber ich kenne ihn. Ja, Jeansjacke geht immer voll, oder? Finde ich auch. Das finde ich auch. So, heute auf Arbeit endlich viele Probleme gelöst, die schon seit Wochen schwelten und immer mehr wurden. Ja, das finde ich gut. Probleme lösen ist wichtig und ja. Ist das neu, dass man den Live-Chat am Fernseher mit im Bild sehen? Boah, das weiß ich nicht, Leute. Ja, ich sehe mich ja immer anders. Nee, den Damian Hardung oder Hartung habe ich noch nie live gesehen. Nee, aber ich weiß, wer das ist. Also, aber gesehen habe ich ihn noch nie. So. Stress mit Mitbewohnern. Ja, Mitbewohner klingt jetzt nach WG. Ne? Hieß das, du lebst in einer WG? Habe ich das richtig verstanden? Oder, ja, ne? Was sollte Mitbewohner sonst sein? Außer WG? Es hat immer so eine Sache, ne? Das muss man sagen. Das ist immer so eine Sache. Also, ich glaube, meins wäre es nicht. Ich habe es einmal probiert vor ganz vielen Jahren und ich bin da gar nicht der Typ für. Nee. So, schickt mir gerne Fragen, wenn ihr wollt, egal zu welchem Thema. Und dann quatschen wir heute hier so ein bisschen. Über 200 Leute, nice, sehr gut. Gucken, klappt hier alles? Ja, ne, müsste alles klappen, läuft alles. Ich gucke hier nochmal rein. Ja, das klappt auch. Dann kann ich das hier schließen und das lasse ich offen. Gucke zurzeit die dritte Staffel Brothers and Sisters. Ja, wir sind jetzt in Staffel 5. Wir machen jetzt gerade eine kleine Pause, weil es ja bald vorbei ist und gucken jetzt gerade was anderes. Ja, bist du heute müde? Nee, ich bin heute, also müde bin ich gar nicht, aber irgendwie mein Tag wird irgendwie so durchwachsen. Irgendwie, ich weiß nicht, eigentlich ist nichts Krasses passiert, im negativen Sinne oder so, aber ja, irgendwie war der Tag nächste Woche und dadurch irgendwie ultra schlecht gelaunt. Kommt manchmal vor, ne? Warum ist das Umstyling so früh? Wieso so früh? Es ist immer zur selben Zeit. Immer ungefähr zur selben Zeit. Es ist immer entweder Folge 5 oder Folge 6. Es ist nie anders gewesen. Deswegen weiß ich nicht, was du mit früh meinst. So. Ich habe es natürlich wieder vergessen, heute bei Instagram zu posten, dass ich live bin, ne?
Aber gut. Genervt von nervigen Fragen. Nee, heute ging es eigentlich. Was ich an Ostern mache, also wir fahren zu meiner Familie, wir fahren zur Familie meines Freundes. Die wohnen ja quasi so fast Tür an Tür. Ja. Denkst du, Aileen bekommt ein Umstyling und nicht mehr so. Nein, also das denke ich nicht. Das weiß ich, dass er keins bekommt, weil ja auf der. Also es wurden ja auf der GNTM-Homepage schon alle Models veröffentlicht, die ein Umstyling bekommen. Es wurden alle Namen genannt. Das habe ich ja heute auch in meiner Instagram-Story gemacht. Deswegen weiß man ja schon, wer eins bekommt und alle, die nicht genannt werden, bekommen keins. Und genau, Aileen war nicht dabei. Von daher weiß ich das schon. Ah ja, Buchmesse, Leipziger Buchmesse. Da wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit erstmal in Leipzig generell und natürlich auch viel Spaß auf der Buchmesse. Oh, Lieblingskandidaten ist echt schwer, weil ich wirklich sagen muss, dass ich dieses Jahr sehr, sehr, sehr viele toll finde. Also, boah, ich finde sehr, sehr viele toll. Deswegen kann ich das gar nicht so sagen. Ich glaube, es ist selten zu, also heißt selten zuvor jetzt nicht, aber ist schon lange nicht mehr vorgekommen, dass ich wirklich so viele gut finde. Ja. Würdest du dich umstylen lassen oder wäre das ein No-Go? Naja, also wenn ich jetzt in der Show wäre, dann klar, würde ich mich umstylen lassen, so weil das ja das Konzept der Sendung ist. Jetzt in meinem Alltag sehe ich keine Notwendigkeit, mich umstylen zu lassen, von daher nö. Daumen nach oben geben an die knapp 300 Leute, die hier dabei sind. Ja, freue mich schon drauf. Weißt du, warum ist halt die erste Staffel Prince Charming nicht mehr auf RTL zu finden? Der RTL Plus, ist das so, ja? Ist die offline? Ach. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Weiß ich nicht. Komisch. Also an rechtlichen Gründen kann es ja nicht liegen, weil es war eine RTL Plus Produktion. Das wundert mich tatsächlich. Kann ich aber gerne mal in Erfahrung bringen. Sowas finde ich immer irgendwie schade, wenn sowas immer so verschwindet, ne? Weil das ist, der Vorteil beim Streaming ist ja eigentlich, dass man alles irgendwie so jederzeit abrufen kann und dann muss man irgendwie feststellen, dass dann doch immer die ein oder anderen Sachen so sang- und klanglos verschwinden, ne? Das ist ja jetzt auch nicht das erste Mal. Ja. Naja. Hättest du Massias Wunsch als Influencerin durchzustatten für realistisch oder erstrebenswert? In Kommentaren ist ja ein bisschen... Naja, also was ich erstrebenswert finde, hat ja schon mal nichts damit zu tun, was eine andere Person erstrebenswert findet. Ich glaube, dass auch ich in meinem Leben Sachen erstrebenswert finde, die vielleicht andere Menschen nicht erstrebenswert finden. Das Schöne ist ja, dass wir das machen müssen, was wir wollen und nicht das, was andere Menschen wollen. Sie muss halt sich irgendwie positionieren, ne? Also du musst halt natürlich, gerade wenn du Influencer oder so wärst, also ich meine, klar, es gibt auch so Leute, die ploppen auf und du, boom, werden so super erfolgreich, weil die einfach einschlagen, wodurch auch immer, durch Content oder durch einen Look. Aber da muss sie sich natürlich finden und so ein bisschen positionieren. Man muss sich immer die Frage stellen, als Beispiel, warum sollte man Marcia folgen? Weil wofür steht sie so? Bei mir folgen die Leute, weil sie Trash bekommen, ne? Sie interessieren sich für Trash, sie bekommen bei mir Trash. Interviews, Side Facts in der Story und so, dafür stehe ich und deswegen folgen mir Leute und das ist halt immer das ist halt immer das, worauf es am Ende des Tages ankommt und da muss man sich finden. Also mein schönster Urlaub, da habe ich ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen, den ich jetzt so zuletzt in Erinnerung habe, war auf jeden Fall der in Kroatien, weil das einfach mit meinem Freund sehr schön war. Wir hatten die Hunde dabei und das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Und es war jetzt aber auch kein besonderer Urlaub. Also es war jetzt nicht besonders luxuriös oder sonst was. Es war einfach schön. Basic. Brauche nicht immer unbedingt Luxus. Ich habe aber auch nichts gegen Luxus. So, ne? Kommt immer drauf an. So. Die andere Nonne ist zu Hause. Ich habe da noch heute, Leute, das war so nervig. Oh mein Gott, ne? Ich habe mir letztens so einen Sekundenkleber gekauft, weil ich den irgendwie für was brauchte. Und dann habe ich den heute an meinem Tisch so ausgepackt und dachte so, okay, dann klebe ich das jetzt einfach. Da wusste ich nicht, wie ich das mache, dass das Ding aufgeht. Da ist mir die ganze Scheiße, wenn ich das mal so sagen darf, überall rumgelaufen, auch über die Finger. Ich habe hier immer noch so Reste dran. Man kriegt das ja wirklich kaum ab, ne? Also das war echt nervig. Hat mich richtig genervt. Warum bekommen nur so wenig Jungs ein Umstyling? Ich glaube nur drei. Naja, das Konzept eines Umstylings ist ja das, zu sagen,
Jemand, der einen nicht so optimalen Look hat, bekommt einen Look, mit dem er besser arbeiten kann. Und alle anderen, die schon einen guten Look haben, wo man nichts verändern muss, bekommen keinen. Und das finde ich auch gut. Also warum soll man jetzt auf Krampf Leute umstylen, wenn ein Styling-Team oder Heidi Klum oder wer auch immer damit als Experte, ich sag jetzt mal, irgendwo in der Jury sitzt, wo auch immer, das nicht für nötig hält. Also das würde ich total lächerlich finden, ehrlich gesagt. Ja? Wie lange hast du in Ostern Urlaub? Bin ich damit gemeint? Hast du auf Amazon Prime Royal Blue geschaut? Oh ja, ich habe mal kurz reingeguckt, aber ich habe es ehrlich gesagt wieder ausgemacht. Hat mich dann doch nicht so sehr interessiert. Ja, weiß nicht. Ich bin aber auch echt schwer zu begeistern. Das kann mich dann irgendwie so schlecht konzentrieren, wenn ich nicht sofort so... Wisst ihr? Wenn ich nicht sofort so ultra krass fixiert bin und mir denke, oh, das ist jetzt der große Hit, dann... ja, keine Ahnung. Bin da echt schwer zu begeistern. So, was sind hier noch für Fragen? Ob ich mal bei GNTM mitmachen würde? Nö. Also einfach, weil ich keine Lust habe und ich da jetzt für mich auch ehrlich gesagt keinen Mehrwert sehe, bin ich ehrlich. Nein. Die Jeansjacke ist von Zara, also nichts Besonderes. Ob ich Bücher lese? Nee, gar nicht. Nee. Nee, was essen wir heute? Heute essen wir keinen Salat, sondern die Leute fragen, Schatz, kannst du kurz helfen? Ein Gulasch und Low-Carb-Nudeln dazu. Ein Gulasch und Low-Carb-Nudeln dazu. Ja. Wo haben wir diese Low-Carb-Nudeln her? Ich weiß genau, das wird jetzt die nächste Frage sein. Wir probieren die erstmal aus und wenn die gut sind, dann... Okay, aber die kriegt man nicht im normalen Supermarkt, ja, ne? Da kriegt man quasi nur Zuckernudeln sozusagen. Ja. Genau. Ich gucke tatsächlich nur wieder, weil die Männer diesmal mitmachen. Vorher fand ich es langweilig. Ja, ich finde es auch voll nice irgendwie mit den Männern jetzt. Ich jetzt so oder so geguckt, ne? Aber, ja. Also eine Saftkur als Break, also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich sehe im Zusammenhang mit einer Ernährungsumstellung, ehrlich gesagt, überhaupt keinen Vorteil, weswegen man eine Saftkur machen sollte. Vor allem auch als Break. Wenn das die Leute schon sagen, ich finde dieser Satz, den du gerade geschrieben hast, deswegen finde ich ihn eigentlich sehr gut, auch wenn es eine Frage war, der beantwortet dir ja schon alles. Was denn als Break? Also mach dir doch lieber einen konkreten Plan, wie du deine Ernährung umstellen willst und wie du vielleicht langsam Sachen runterfährst. Man muss ja nicht so krass wie ich machen. Ich habe ja wirklich so wow, so von ganz oben auf ganz unten runtergefahren. Aber bei einer Saftkur sehe ich ehrlich gesagt gar keinen Vorteil drin, außer dass du eine Woche lang irgendwie nichts anderes machst, außer Saft trinken und der trotzdem nicht weißt, wie du deine Ernährung umstellen sollst oder wie es danach weitergehen soll. Danach fällst du wieder in dasselbe Verhaltensmuster wie vorher. Ich finde, das bringt gar nichts. Ich sehe das immer oft, dass das so beworben wird sozusagen, ne? Aber ich finde, das ist kompletter Käse, sage ich euch ehrlich. Wenn du jetzt eine Saftkur aus ganz anderen Gründen machen möchtest, so Gemüsesaft oder whatever, go for it, ja, kann man jetzt von halten, was man will, aber im Zusammenhang mit einer Ernährungsumstellung sehe ich da keinen Vorteil, im Gegenteil, ich finde es eher, ehrlich gesagt, ich sehe es eher als Nachteil. Also ich trinke ja auch gar keinen Saft, hat den Grund. Ich piepel hier die ganze Zeit diese Sachen noch nebenbei ab, schlimm, ne? Sorry. So, die nächste Frage. Auf jeden Fall finde ich die Staffel bisher unglaublich spannend, ja. Ich finde, ja, ultra spannend, ist übertrieben, aber ich finde es auch unterhaltsam, sagen wir es mal so. Findest du, es sind wenige Personen, die umgestylt werden? Ach, ich finde 13 Leute jetzt nicht so wenig, ne? Also, ja. Hier schreibt eine rein, Schatz, Low-Carb-Nudeln gibt es inzwischen fast überall. Kann ich mir nicht vorstellen. Das sind bestimmt so Fake-Low-Carb-Nudeln, ne? Ja, also wir haben welche mit 50% Ballaststoffen und nur unter 17 Gramm Kohlenhydraten. Genau, also habt ihr gehört, 50% Ballaststoff haben unsere Nudeln und unter 17 Gramm Kohlenhydrate. Kann man nicht vorstellen, dass man so einen ähnlichen Wert, das Beispiel bei Kaufland, ja, bekommt. Aber ich schaue noch nicht im Regal nach Nudeln. Vielleicht haben wir es übersehen. Vielleicht müsstest du es mal machen. Oder uns kann jemand ein Foto schicken. Wenn jetzt zufällig jemand bei Kaufland einkaufen geht und so einen ähnlichen Wert findet wie den, den wir gerade besprochen haben, dann macht er bitte ein Foto und schickt mir das bei Instagram, ja? Wir rauchen? Nein, wir rauchen nicht. Nee, nicht mehr. Zum Glück. Also...
Zum Glück. Weniger. Ich schreibe jemand, finde, mir hat es sehr geholfen, 24 Stunden zwischen den Mahlzeiten einzuhalten. Achte zurzeit weniger drauf, wie viel und was ich esse. Aber das, finde ich, ist ja der Fehler. Also ich esse ja jetzt zum Beispiel, ich habe ja viel Gewicht verloren, wie ihr wisst, ja. Und ich esse ja viel mehr als vorher, aber ich esse halt gesunde Sachen, wodurch ich nicht dick werde oder so. Also ich sehe auch nicht, also es ist auch nur meine persönliche Meinung, das kann ich ja alles sehen. Ich wüsste nicht, warum man quasi nur alle 24 Stunden, so habe ich das jetzt jedenfalls verstanden, warum man nur alle 24 Stunden essen sollte oder so. Ich finde, dafür gibt es doch gar keinen Grund. Ist auch gut für die Zellen. Ja, aber das kann, wie lange machst du das? Eine Woche? Nee, 24 Stunden ist zu viel Abstand. Ja, ne? Ja. 16, 8. Schreibt jemand, ich hoffe, du wirst nicht zu dünn. Ich sehe das ehrlich gesagt sehr realistisch, weil ich finde, zu dünn gibt es nicht, weil mein Körper mir ja im Prinzip, also ich hungere ja nicht, sondern ich ernähre mich einfach nur gesund. Und wenn sich mein Gewicht irgendwo einpendelt, weil das ganze Fett durch den Zucker weg ist, dann ist das ja quasi das Gewicht und die Form, die mein normaler, also die mein Körper ganz normal braucht. Ne? Der Maßstab ist ja nicht das, was ich auf den Hüften habe, weil ich den ganzen Tag Zucker mich reingestopft habe, Cola getrunken habe und Süßigkeiten gegessen. Wisst ihr, was ich meine? So sehe ich das einfach. Bei mir geht es nur ganz oder gar nicht. Ja, ich kann es auch verstehen. Und soll ich mal was sagen, wie das bei mir ist? Ne? Das ist natürlich immer, ich muss aber auch dazu sagen, ich habe das schon mal gesagt, ich weiß, wir kommen immer wieder auf das Thema Ernährung. Ich finde es aber auch einfach so spannend, dass wir uns da irgendwie austauschen. Bei mir war das ja so, ich neige generell zu Extremen. Ich würde sagen, in allen Lebensbereichen. Ich glaube, mein Freund würde das bestätigen. Ja? Beim Rauchen habe ich extrem viel geraucht. Beim Zucker habe ich extrem viel, also ich habe so viel Schrott gegessen, wie man nur essen kann. Das ist bei mir so. Deswegen war für mich der Hardcut, glaube ich, aus der heutigen Perspektive, der einzige Weg, ja. Und ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, oh, boah, krass, ich muss mir diese Sachen verbieten, sondern ich esse es halt einfach nicht, weil ich irgendwie weiß, dass es für mich keinen Vorteil hat, sondern nur Nachteile, ja. Aber wenn ich jetzt mal bei Kilians Geburtstag zum Beispiel im Februar mal oder so, ne, da gab es natürlich sehr viele leckere und gesunde Essen, Sachen um zu essen, die habe ich natürlich auch alle gegessen. Aber dann natürlich auch nur an dem Tag, was ja auch nicht so beim Alltag zu tun hat. So sehe ich das einfach. Und wenn ich jetzt ans Rauchen zurückdenke, ich habe zum Beispiel mal diese E-Zigaretten damals geraucht, ich möchte jetzt keine Werbung dafür machen, weil das ist wirklich Schrott. Natürlich habe ich noch in Erinnerung, dass der Geschmack geil war. Ich habe Watermelon gemacht. Das ist ja keine Ahnung, kauft euch bitte nicht. Natürlich habe ich in Erinnerung, dass es ein geiler Geschmack war. Aber ich würde es nicht mal mehr aus Spaß machen, weil ich weiß, dass mir nichts bringt. Im Gegenteil. Ja? Nö, gefasst habe ich noch nie. Ich bin gespannt bei Mare. Sie hat ja schon eine tolle Frisur. Ja, aber bei Mare denke ich mir irgendwie auch immer so, dadurch, dass die ja sowieso mal Perücken trägt, ja, ist ja das Umstyling schon fast sinnlos. Wisst ihr, wie ich meine? Die sieht ja immer anders aus. Daumen nach oben geben. Ich sage jetzt auch mal Chatfenster auf dem X wegklicken. Es wird wahrscheinlich überall woanders sein. Mir gerne einen Daumen nach oben geben. Ich freue mich drauf. Ja. Ja, gibt es eine Person, bei der du dir ein Umstyling gewünscht hättest und die keins bekommen hat? Ja, tatsächlich. Hätte ich gerne Aldin so ein bisschen umgestylt. Ich liebe an sich seinen Look und auch mit den Haaren. Ich hätte die gar nicht so viel kürzer gemacht. Ich hätte die nur hinten so ein bisschen feiner gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Das ist mir hinten so ein bisschen zu lang. Das wirkt so ein bisschen unfrisiert. Aber ich glaube, das ist auch der Look, den er haben will. Insofern ist es eigentlich okay. Das wäre jetzt nichts Krasses oder so. Ja. Vermisst du nicht mal ein Glas Sekt zu Silvester? Naja, das habe ich ja gerade gesagt. Das mache ich ja. Also wenn ich jetzt irgendwie bei meiner Oma bin oder wenn ich hier, kommt selten vor, ne, weil die wohnen jetzt nicht gerade um die Ecke, die wohnen 3 Stunden entfernt. Wenn ich jetzt bei Kilian bin, ja klar, dann trinke ich auch einen Sekt, dann esse ich auch ein Stück Schokolade und esse auch einen Kartoffelsalat, den er gemacht hat. Der dann, ne, das mache ich dann schon. Es geht mir immer nur darum, was habe ich in meinem Alltag. Und da esse ich Sachen nicht, die mir nichts Gutes tun. Aber wenn wir woanders sind, dann essen wir das schon mal. Ne? Klar, so, wir würden ja niemals erwarten, dass auch andere Leute da jetzt wegen uns so ein das Essen anders machen oder so, das ist ja Quatsch. Ja. Also, da sind wir entspannt. Welche Teilnehmerin aus allen Staffeln hättest du gerne nochmal dabei? Eigentlich keine habt ihr ja gesehen.
Also alle, die ich gesehen habe, brauche ich jetzt nicht nochmal, weil kenne ich ja schon. Meine Oma ist jetzt 81 und die guckt auch jeden Donnerstag Germany's Next Topmodel. Mhm. Die guckt es auch immer. Die ist, ich habe mit meinem Großeltern eine sehr gute Bindung, muss ich sagen. Also das nervt mich immer noch mit dem Kleber hier drauf, Leute. Ich glaube, ich muss aufhören. Das ist furchtbar. Ja, mein Opa ist 82, 83, weiß gar nicht. Ist mein Opa schon 83? Nee, 82, ne? Hm. Meine Oma ist 80, mein Opa ist 82, so rum. Genau. Ja, stimmt, Liana hätte ich gerne nochmal da. Ja. Nein. Geht es noch jemandem so, dass es sich anfühlt, als wären schon mal Männer dabei gewesen? Ja, irgendwie schon, ne? Armin meinst du, oder Mare in den Dschungel? Also Armin auf gar keinen Fall, der ist ja eher boring, also das meine ich jetzt gar nicht negativ, weil ich finde den schon ganz cool so, aber ich finde, der ist kein Kandidat, wo ich jetzt sage, oh, der muss in den Dschungel, weil ich mir da ehrlich gesagt nichts erwarte. Bei Mare müsste man mal gucken, ob da noch was kommt, also die finde ich dann natürlich schon deutlich spannender, aber Armin im Dschungel, nein, auf gar keinen Fall. Der Dschungel ist doch ein Unterhaltungsformat. Ja, das mit Zitronensaft und so habe ich alles schon probiert, aber ich glaube, es ist jetzt schon so richtig gut also heute Mittag war es schlimmer. Aber ja, das ist fast alles weg. Also Martina, wenn du jedes Mal zum Casting eingeladen wirst, dann ist das ja schon mal ein gutes Zeichen, das muss man auf jeden Fall sagen. Also Gratulation an dieser Stelle schon mal. Und wenn du Bock hast, so probier es immer wieder. Wie oft warst du denn da schon? Ich wollte was an einem Stuhl ankleben. Ja. Also wenn man Bock auf was hat, würde ich es auf jeden Fall immer wieder probieren. Definitiv. Es gibt so viele Kandidatinnen, die sich mehrfach beworben haben. Das ist auch ein Fakt. Da wird nicht so oft drüber gesprochen. Aber das ist auf jeden Fall so. Also Claudia mit K, kennt ihr ja noch. Ich glaube, die hat es irgendwo mal erzählt oder eine Story oder so. Die hat sich zum Beispiel auch dreimal beworben. Hat beim dritten Mal dann erst geklappt. Okay, bei dir ist es 6 Mal. Ich will es weitermachen. Weiter. So, was... Guckst du, ob ich The 50 gucke? Nee. Ich habe die ersten beiden Folgen geguckt, dann war ich raus. Nee, habe ich nicht weiterverfolgt. Hab mich dann doch nicht so sehr interessiert, muss ich ehrlich sagen. Weil ich weiß auch nicht. Irgendwie, also ich finde es schon nicht schlecht gemacht. Also, ich sage mal so, es ist gut umgesetzt, so visuell auf jeden Fall. Aber ja, mich hat es jetzt nicht so krass im Hocker gehauen. Guckt ihr das? Oder seid ihr auch raus? Also, die Person, die mich jetzt wahrscheinlich gefragt hat, wird es gucken, die Laura. Aber bei allen anderen denke ich jetzt mal nicht, oder? Das ist ja auch die Frage, ob ihr alle über Prime habt. Gucke es auch nicht, ja. Also ich habe natürlich zu dieser Pizzi-Thematik Sachen gehört, aber das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, dass ich nichts dazu sagen werde und ich werde das auch nicht kommentieren, weil es ja wahrscheinlich einen Grund gibt, warum sich Pizzi selber nicht zu dieser Thematik geäußert hat. Und ich würde das von meiner Position aus als sehr unfair empfinden, wenn ich dann quasi jemanden so, wie sagt man, wenn ich dann irgendwelche Sachen ausplaudere, so bloßstellen, empfinde ich das, ja. Wenn er das Bedürfnis hat, sich zu äußern, dann wird er das schon machen. Und wenn er das nicht macht, dann ist es halt so. Verstehst du Schweizerdeutsch? Naja, ich war ja schon mal bei Switzerland's Next Topmodel und da haben schon einige krass so Schweizerdeutsch gesprochen. Da muss ich ehrlich sagen, das fand ich schon krass teilweise zu verstehen. Ja, also das muss ich wirklich sagen. Ja, ich gucke jetzt mal ganz kurz, ein bisschen verstehe ich was. Es gibt ja eine Serie, ich kann eure Kommentare gerade nicht lesen. Ich gucke mal ganz kurz hier rein. Vielleicht kann ich euch schon was vorlesen. Folge... Also das gibt's ja nicht. Ist halt immer noch nicht drin, oder wie? Nee, ich dachte, es gibt hier schon eine neue Folgenangabe. Aber es ist immer nur bis Folge 8. Naja, gut.
So. Naja, hier schreibt jemand, das mit Pizzi ist schon seltsam, weil es gar nicht thematisiert wurde. So seltsam finde ich das ehrlich gesagt gar nicht, weil es in der Vergangenheit auch immer mal Kandidatinnen gab, die ganz am Anfang ausgeschieden sind oder rausgeflogen sind oder whatever, freiwillig gegangen sind und es wurde thematisiert. Also ich meine, wenn man mal so die Historie zurückgeht, da erinnere ich mich dran, dass ich damals auch Videos dazu gemacht habe, weil die sich dann geäußert haben. Ich finde, dass... Also auch gerade bei Vivian, die raus ist, ja, auch in derselben Folge dann quasi, ich finde, das macht keinen Sinn, unbedingt zwangsläufig da jetzt irgendwie eine Story zu erzählen, wenn die gegangen, warum die gegangen sind, weil die ja eh keiner kennt. Und es kann ja auch sein, das dürft ihr immer gar nicht vergessen, also bei Vivian weiß man es ja nicht, da hat man irgendwie mal so gehört, so private Gründe, also ich meine, freiwilliger Ausstieg hat natürlich immer private Gründe. Und es kann ja auch einfach sein, dass... die auch gar nicht wollen, dass das groß thematisiert wird, damit nicht noch mehr Fragen aufkommen. So. Und ich finde, die sind nach Folge 3 quasi weg gewesen, also ab Folge 4 nicht mehr da. Vivian wurde zweimal kurz gezeigt. Also warum sollte man das jetzt groß thematisieren? Ne? Das hat ja für den Inhalt keine Relevanz. Wenn man jetzt natürlich nach 8 oder 9 Folgen, wenn da plötzlich die Leute verschwinden und das dann nicht erklärt wird, das wäre dann schon komisch. Aber tendenziell ist es ja eher so, dass in Folge 8 oder 9 eher Leute auftauchen, die man nie gesehen hat. Man sich fragt, wo die herkommen. Ne? So rum ist es ja eher. Naja. Gebt ihr mir noch einen Daumen nach oben, ihr Lieben? Gab mal eine Staffel mit vielen Jobs. Das fand ich immer super spannend. Wie findest du das? Ja, ich finde Jobs schon irgendwie cool. Es kommt immer drauf an, also ich finde, es kommt immer drauf an, was es für ein Job ist und was es für Castings sind. Ja? Also wenn jetzt zum Beispiel... Nichts gegen, wie hieß denn das, dieses Kaffeegetränk, Kaffee Emmy Latte oder so. Die hatten manchmal ganz komische Castings, wo ich mir dann so dachte, da jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ich fand, das waren Castings, die teilweise sehr inszeniert waren für das TV-Format. Also nicht das Casting an sich, sondern das, was die machen mussten, ja. Wo ich dann da teilweise auch so dachte, oh, pff, weiß ich nicht, hätte man auch ein bisschen entspannter umsetzen können. Also Casting, ja, aber dann bitte nicht so TV-mäßig überdreht. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das war letztes Jahr, so, wo ich mir dann so dachte, also, was ist das denn jetzt? Wie fandest du die 7. Staffel? Die 7. Staffel mochte ich sehr gern. Ja. Die hat mir sehr gut gefallen. Ich fand die Staffel, ich finde auch in der Staffel waren so fast alle irgendwie so richtig krass, wo man so sagt, so wow, ja. Wo es auch echt irgendwie spannend war, weil man irgendwie so dachte, so, man kann ja eigentlich auf niemanden verzichten. Ja, eigentlich müssten alle gewinnen, aber so war es ja nicht. Es war eine schöne Staffel auf jeden Fall. Period. Ich finde auch, die 7. Staffel ist so ein bisschen, wie die jungen Leute heutzutage sagen, so underrated, wisst ihr, ich meine? Ich finde, die ist viel besser als ihr Ruf. Fand ich voll gut. Also wirklich richtig gut. So. Was habt ihr noch so für Fragen? Staffel 7 war, hat Luisa Hartema gewonnen, Kascha war da, Malik, Sivan Türk war da, ich weiß nicht, ob euch an die erinnert, Sarah, Anessa, glaube ich, hieß die, nicht Vanessa, sondern Anessa, Dominique war da mit im Finale, also es war schon eine tolle Staffel. Ja. Ja, ja, ja. Weiß nicht mehr, welche Staffel, aber es gab mal eine, wo es jede Woche ein neues Thema gab und viele verschiedene Shootings etc. Das war Staffel 8 und das war die Staffel, die ich genau aus dem Grund für mich am schlechtesten fand, weil mich dieses Thema genervt hat. Es war immer nur eine Folge, ein Thema und dann wurde eine Folge lang immer dasselbe gemacht, das weiß ich noch. Und das hat mich so genervt, weil ich das so langweilig fand. Also nee, das hat mir gar nicht gefallen. Das war die 8. Staffel, ja. Ist das Umstyling deine Lieblingsfolge oder was findest du? Ach, nö, ich finde das Umstyling schon so gut, aber ich würde das jetzt ehrlich gesagt nicht so krass hypen wie jetzt die anderen. Ich finde, ja, ich mag das schon. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich eine spezielle Folge mag. So, es gibt ja auch diese Social-Media-Folge, aber die finde ich auch ganz spannend, aber auch nicht immer. Es kommt immer darauf an, was sie dann so erzählen, ne? Was so der Plot-Twist ist. Aber, ja... Du solltest zu wetten, das mit diesen Staffeln. Ganz ehrlich, Laura, ich glaube, da gibt es wirklich welche, die noch besser sind als ich. Also zum Beispiel, ich habe auch schon echt viel vergessen, gerade auch in den letzten Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also Axel Fuchs heißt der. Ich weiß nicht, aber den kennt ihr aus der Community. Der ist in Livestreams nie dabei, aber immer wenn ich ein GNTM-Video hochlade, kommentiert er immer. Der ist viel krasser als ich. Der weiß viel mehr. Dagegen bin ich gar nichts. Ja? Also, nee. Genau, Staffel 8 war mit Anna-Maria Damm, ja. Aber das war irgendwie mit Jacqueline und so. Das hatte schon, also ich finde, die Staffel hatte gute Charaktere, ja. Aber ich mochte die Art, wie die Staffel aufgebaut ist, nicht so gern. Aber ja, eigentlich war die Staffel gar nicht so schlecht. Aber ich mochte einfach dieses, das, wie hieß denn das immer? Ja, so Schauspielwoche und das, so, das ist halt, ja. Mir ist so gefallen einfach. Aber es gab auch in den letzten Jahren Staffeln, die ich mir jetzt nicht mal angucken würde. Muss ich auch ehrlich sagen. Also, ich finde aber auch irgendwie, dass viele TV-Sendungen auch von dem Moment leben, in dem man es guckt. Also klar, es gibt manchmal Sendungen, wo man sagt, da würde man gerne nochmal reingucken. So in Staffel 9 zum Beispiel gucke ich immer gerne nochmal rein. Auch wenn ich das aktuell nicht mache, aber ich meine jetzt nur generell. Aber, das große Aber kommt jetzt. Aber viele, ja, viele Staffeln leben auch, oder viele Sendungen leben einfach so von dem Moment. Und ja, die wirken beim zweiten Mal nicht mehr. Weil das ja auch alles für uns ein Erlebnis ist, ne? Hier mit Livestream und Instagram-Livestream und wir gucken das alle so zusammen. Wir alle freuen uns darauf. Das ist ja für uns auch alles ein Erlebnis. Also für mich ist ja Topmodel, zelebriere ich ja wie kein anderes Format, auch hier bei YouTube. Ne? Das hat für mich natürlich immer eine ganz spezielle Komponente, weil ich das natürlich mit euch da draußen auch sehr verknüpfe. Und ja. Danke, Eva, das ist sehr lieb von dir. Das freut mich zu hören. 2015 fand ich auch cool. Außer diese Bustour am Anfang, diese Buscasting, das fand ich ultra nervig. Wie findest du die Interviews, die es jedes Jahr auch gibt? Findest du das sinnvoll? Also, wenn du meine Interviews meinst, dann ja, sonst würde ich es ja nicht machen. Also, wenn ich was nicht sinnvoll empfinden würde, würde ich es nicht machen. Ja. Ja, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass wir in den nächsten Jahren auch noch ganz krasse männliche Kandidaten erleben werden. Das ist ja, jetzt quasi erst der Anfang. Also von daher glaube ich, dass es im nächsten Jahr noch sehr cool wird und dass da noch coole Geschichten erzählt werden. Also wir haben ja nun sehr viele queere Personen dabei. Ich bin mal gespannt. Also ich glaube, das wird auch einfach so bleiben, weil das die Leute sind, die sich einfach tendenziell eher bewerben. Und wahrscheinlich haben wir dann irgendwann auch mal ein queeres Couple dabei und so. Wisst ihr Bescheid, ne? Da kann werden, glaube ich, ganz gute Storys erzählt. Die 11. Staffel mochte ich auch richtig gern. Ja. Die fand ich auch gut. Ich finde es so interessant, wie unterschiedlich die Geschmäcker sind. Ja, weil ich schreibe zum Beispiel, meine Staffel 13 war am besten. Die fand ich zum Beispiel nicht am besten. Ist definitiv nicht die schlechteste Staffel. Aber, also das definitiv nicht, aber ich fand die nicht am besten. Ich fand die stellenweise auch relativ langweilig. Ach so, ja, die Interviews mit den Journalisten finde ich gut, ja. Ich finde schon, dass es sinnvoll ist. Also die auch einfach mal so ins eiskalte Wasser zu werfen, ne? Finde ich schon spannend, ja. Finde ich gut, dass sie das beibehalten. Daumen nach oben, wir sind über 700 Leute hier. 200 Daumen nach oben machen wir gleich. 199 sind es. Mhm. So, was sind die nächsten Fragen hier? 2018 fand ich auch krass. 2019 fand ich richtig nice. Tine schreibt ja, das ist mit Staffel 1. Ich habe letztens irgendwo, hat mir jemand einen Link geschickt, aber ich glaube, ich habe den nicht mehr. Es ist jemand bei Google rausgesucht, das war irgendeine chinesische Seite oder so. Und da war die komplette erste Staffel hochgeladen. Mhm. Die war iconic, wie die jungen Leute heute so sagen. Iconic. Kennt ihr das? Ja, aber das genau, eine erste Staffel ist immer das ultimative Besondere. Welche Staffel fandest du am schlechtesten? Boah. Welche Staffel fand ich am schlechtesten?
Ich glaube, es war irgendwie Staffel 8. Ich mochte diesen neuen Look, ich mochte die Charaktere. Aber als Staffel 8 ist wirklich die, wo ich, weiß ich nicht, nie so richtig mit warm geworden bin. Ich finde, es gab jetzt auch in den letzten Jahren irgendwie Staffeln, wo ich sagen würde, die waren schwach. Also ich fand auch letztes Jahr schwach, nicht vom Cast her. Muss ich sagen, ich fand den Cast eigentlich ganz cool. Ich habe auch tolle Erlebnisse damit gehabt. Aber ich fand letztes Jahr auch schwach. Muss ich ehrlich sagen. Ja, Loveland-Staffel ist die, die ich am schlechtesten fand. Ja, und da sind wir uns einig. Genau, das war Staffel 8. Ist für mich die schlechteste von allen. Das war die, wo Loveland gewonnen hat. Mhm. Einfach, weil ich das Konzept nicht mochte. Das hat mir einfach nicht zugesagt. Ich weiß nicht, es war mir einfach zu langweilig. Ich weiß, sie sind noch nach Dubai geflogen und so, war alles ganz cool. Haben eine geile Fashion-Show gehabt, auch mit geilen Outfits, war schon echt cool. Aber, und damals muss man sagen, damals haben die richtig geile Fotos noch gemacht. Also die Fotos in Staffel 8, die waren auch schon noch, also es war schon noch echt ein krass gutes Niveau. Das ist ja heute nicht mehr so, das muss man auch, also ich meine, das ist kein Geheimnis, ne? Ja, die Corona-Staffel, sage ich jetzt, fand ich jetzt auch nicht so geil, bin ich ehrlich. Aber das klammere ich jetzt mal so ein bisschen aus. Weil man konnte ja unter den Umständen das auch nicht wirklich besser machen. Ja, ich finde, ich bin dankbar, dass wir eine Staffel bekommen haben. Ja. So. Wie fandest du die Staffel mit den Teams? Ja, fand ich in der ersten Staffel sehr cool, aber dann irgendwie nicht mehr. Das hat mir dann irgendwie... Ich fand das Teams-Thema irgendwann ausgelutscht, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass man das nicht so, dass man das nicht so konsequent umgesetzt hat, wie man es hätte umsetzen sollen, damit es sinnvoll ist, finde ich. Ja. So. Lieblingsgewinnerin. Ich glaube, Celine Bethmann ist meine Lieblingsgewinnerin, nach wie vor, weil ich finde, dass sie wirklich internationales Potenzial hat und das ja auch schon mehrfach unter Beweis gestellt hat. Ja, ja, würde ich sagen. Oh, eine Traumjury bei einer festen Jury habe ich ehrlich gesagt nicht. Also da bin ich relativ offen. Hauptsache eine coole Jury, eine Jury, die nicht langweilig ist. Es gab mal auch in Staffel 8, deswegen mochte ich die auch nicht. Da war ja auch in der Jury Thomas Hayo und dieser Fotograf, wie hieß der denn? Irgendwas mit Badalescu oder Badulescu, irgendwie sowas. Ich fand den todeslangweilig. Ich hatte auch das Gefühl, der wurde immer fast rausgeschnitten, weil der eh nie was gesagt hat. Enrique Badulescu oder so. Mega grandioser Fotograf. Für die Jury muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, fand ich den mega fehlplatziert oder deplatziert, weil der nichts hergegeben hat. Also das war wirklich Quatsch. Ja. Erinnert ihr euch an den? Also das war irgendwie nichts. Ja, Stefanie Giesinger ist auch eine gute Gewinnerin, aber ihr habt mich immer noch meine Lieblingsgewinnerin gefragt. Ne? Da muss ich mich dann schon für einen entscheiden. Schweren Herzens. Q war damals auch nicht so toll, nee. Q war irgendwie auch langweilig, ne? Mhm. Ja, der war auch nix. Mhm. Fragen mich dann auch immer so, wonach man die Leute besetzt. Also man muss ja irgendwie ein Gefühl dafür haben, ob die, weiß ich nicht, ob die irgendwie auch was liefern. Also ich meine, es ist eine Fernsehshow, ne? Das ist jetzt hier kein... Weiß ich nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Also denke ich mir immer, keine Ahnung. Warum kommt Bruce Dunnell nicht mehr? Naja, der ist ja bei RTL im Vertrag, ne? Wie wäre es mit Tyra Banks? Nee, ich halte nichts davon, eine Frau in die Jury zu setzen, die kein Deutsch spricht. Ich finde, wenn du eine feste Jury nimmst, dann müssen das deutschsprachige sein. Ansonsten geht super viel verloren. Du bist nur mit Untertiteln beschäftigt. Du kannst nicht in die Tiefe gehen, wie man das eine
bei einer festen Jury haben möchte. Also ein Juror, der Englisch spricht, auf bei einer festen Jury, no. Ich glaube, das würde auch kein Producer entscheiden, das würde kein Sender entscheiden. Das ist eine absolute Vollkatastrophe. Nein. Ich liebe Tyra Banks, aber keine englischsprachigen Juroren, die jede Woche da sitzen. Nope. Ja, Thomas Rath fand ich auch nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Aber der war nicht schlecht, ja. Der war nicht schlecht, muss man sagen. Ja. Schlecht war er nicht. Nö, ich glaube nicht, dass eine feste Jury in Planung ist. Aber, ja. Mich würde mal interessieren, ob Philipp Plein nicht mehr mitmacht wegen diesem Schuhskandal. Wieso? Der hat doch letztes Jahr mitgemacht. Welcher Schuhskandal kam denn danach? Der hat doch letztes Jahr mitgemacht. Der war doch letztes Jahr Gastjuror im Halbfinale. Ja. Ich weiß nicht, ob es die Ampfer-Gala gibt. Ich glaube nicht, weil sonst hätten wir schon Paparazzi-Fotos. Sonst hätten wir schon Paparazzi-Fotos gesehen. Hast du dich mal bei einem Produkt influenzen lassen? Ja, safe, klar. Bestimmt, auch was Klamotten betrifft oder so. Also ich lasse mich jetzt natürlich nicht von irgendwelchem Schnulli influenzen, von irgendwelchem Zahnbleaching-Kram und so einem Käse und von irgendwelchen bekloppten Mahlzeiten, Getränken und so einem Käse. Ja, also das natürlich nicht. Aber ja, aber von anderen Sachen, klar. Was lachst du? Naja, da habe ich mich nicht, das habe ich selber rausgesucht. Das wiederhole ich jetzt nicht, was mein Freund gesagt hat. Das war ein Diss gegen mich. Nee. Von Christian Wolf habe ich mich noch nicht influenzen lassen. Ich finde aktuell für den Zwilling Julian besser, wie steht. Oh, warte mal, Leute, ich muss mal ganz kurz gucken. Wer Julian nochmal ist. Ah ja, ja, aber find, so krass unterscheiden die sich jetzt auch nicht, kann sich unterscheiden, ne? Wie würdest du GNTM gestalten, wenn du alles komplett selbst entscheiden könntest? Also, ich würde Folgendes machen. Ich würde ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen. Man braucht nicht immer ein Shooting oder sonst was, da habe ich gar kein Problem mit, weil ich habe irgendwie alle Shootings gesehen. Ich fand auch die Shootings immer teilweise langweilig, wenn ich ehrlich bin, und bitte auch nicht endlos lange Videodrehs braucht man natürlich auch, du brauchst irgendwelche Challenges, aber das ist der Punkt. Einfach kleine Challenges, Outfit-Challenges oder so kleine Foto-Challenges, wie die sonst immer mal gemacht haben, das kann man ja überall in seiner Kulisse machen. Ich möchte viel mehr von dem Leben der Models sehen, einfach so, ich meine, die sind jetzt in Teneriffa, die leben da alle in so einer, keine Ahnung, in so einem Häuschen, ja, also da kann man ja was zeigen, oder? Deswegen sind die doch da. Sowas zum Beispiel. Das würde das schon viel mehr aufpeppen. Das würde ich sagen. Viel mehr zum Thema identifizieren, weil ich bin mit den Namen fit. So, ich bin mit den Namen fit und finde auch manche vom Modelpotenzial gut und so, meine Favoriten, aber ich habe nicht so eine krass persönliche Bindung, weil ich eigentlich von den meisten Kandidaten trotzdem nichts weiß. Also es ist so, wie wenn man jetzt immer über Vivien oder so spricht, ja, also zum Beispiel Vivien vom letzten Jahr. Jetzt kenne ich die natürlich ein bisschen persönlich und weiß vielleicht ein bisschen mehr, aber wenn ich das jetzt mal nur auf diese ganze TV-Sache berufe, was wissen wir von Vivien? Nichts. Gar nichts. Nichts. Das ist doch schlecht. Ja. So, ja, oder mehr Einblicke von Heidi, weiß ich nicht, ob die da so viel zeigen will. Aber ich weiß, was ihr meint. Früher gab es da diese Heidi-Cam, erinnert ihr euch noch? Das fand ich ganz cool. Das mochte ich. Das hat mir sehr gut gefallen. Fand die Staffel letztes Jahr langweilig. Im Vergleich ist diese deutlich besser. Das stimmt auf jeden Fall. Den Opener finde ich auch sehr gelungen. Ja. Würdest du dich von Heidi umstylen lassen? Uff. Wenn ihr Team dabei ist, ja. Wenn es sein muss. Den Opener mag ich sehr gerne. Er gefällt mir richtig gut. Das muss ich schon sagen. Auf jeden Fall. Ich bin auch echt gespannt, was ihr heute so vom Umstyling generell halten werdet. Oder besser gesagt, was wir davon halten werden.
Ob wir danach enttäuscht sind, ob wir happy sind, darauf bin ich auch sehr gespannt. Die Hochzeit damals im Finale fand ich ultra gruselig und furchtbar und grauenvoll und alles zugleich. Das fand ich irgendwie... Das war nicht gut. Ja, stimmt, in der ersten Staffel musste ich noch selber schminken. Hm? Ist jetzt natürlich ein bisschen schwerer, ne? So, weil Männer müssen sich dann auch schminken. Ich meine, manchen wird das jetzt nicht so schwer fallen, ne? Ihr versteht. Aber ja. Ja, so kleine Challenges würde ich einbauen. Und wie gesagt, auch einfach viel mehr vom Leben her so. Ich werde diese Woche auch wieder Interviews drehen, übrigens, habe ich schon so ein bisschen grob geklärt. Es wird auch diese Woche voraussichtlich wieder mal ein persönliches Interview geben. Das finde ich auch richtig nice. Also mal gucken, ob das alles klappt. Wenn nicht, ist es per Video, aber es ist eigentlich angesetzt, dass man es persönlich macht. Da freue ich mich auch schon drauf. Deswegen solltet ihr diesen Kanal auf jeden Fall abonnieren. Und natürlich... ja, um nichts zu verpassen, ich werde auch mit Kilian nochmal am Sonntag dann alle Umstylings im Detail nochmal besprechen. Ja, das auf jeden Fall auch. Und dann geht es hier auf jeden Fall spannend weiter. Nee, bei der Fashion haben wir nicht geredet, weil das war ja, ihr müsst euch ja vorstellen, die kam ja quasi raus, als sie auf die Bühne kam. Ihr erinnert euch daran, wo sie gesagt hat, so hi, neue Staffel zum ersten Mal Männer, das habt ihr ja gesehen. Und dann hat die sich ja hingesetzt. Das war ja alles das, was ihr gesehen habt, war auch so. Bedeutet, die war nicht vorher da. Die Kameras gingen an, wir wussten, okay, jetzt geht's los, dann war kurz Ruhe. Dann kam sie hin raus, kam hoch, so wie ihr das gesehen habt, gesagt, hi, 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 hi. Dann kam sie hinter, klar, hat sie nochmal kurz uns gewunken, auch ich saß hinter, dann habe ich gesagt, hallo. Und dann hat sie sich hingesetzt mit Jean-Paul Gaultier und, nee, dann hat sie hingesetzt, dann kam Jean-Paul Gaultier, oder irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann ging es schon los. Ging die Show los. Und dann sind die ja wieder aufgestanden, haben die Blumen überreicht und sind gegangen. That's it. Da war gar nicht die Zeit, dass man da jetzt groß ein Gespräch führen könnte. Ich hoffe, dass es viele Jobs bzw. mehrere Castings dieses Jahr gibt. Darauf bin ich auch schon sehr gespannt. Vor allem, ich gehe natürlich auch davon aus, dass es natürlich auch ganz andere Kunden geben wird, die vielleicht auch wirklich nur mal Männer casten oder so. Ja, und keine Frauen oder so. Da ist ja ein Markt da. Ne? Wie findest du Theresias Werdegang? Ich habe den Werdegang ehrlich gesagt nicht so verfolgt und sie interessiert mich auch jetzt nicht so sehr. Also ihr habt da nichts, keine Bad Vibes oder so, gar nicht. Im Gegenteil. Aber we are not in contact. Welche Gewinnerin hat deiner Meinung nach ihr Potenzial und den Titel am wenigsten ausgeschöpft? Ich glaube tatsächlich Simone. Ich finde, Simone hatte damals mega Potenzial, als sie da gewonnen hatte, weil das war so ein Hype um sie. Sie hat auch so viele Follower. Ich glaube, dass sie das nicht so ausgeschöpft hat, wie man das hätte machen können. Das ist jetzt aber auch kein Vorwurf. Manchmal kommt das Leben anders. Vielleicht gab es da auch irgendwelche Umstände, warum das nicht so möglich war. Da würde ich sagen, das ist das, was mir auf jeden Fall sofort einfällt, wenn ihr mich fragt. Das ist dann halt schade, wenn du dann halt irgendwann zurückblickst und die Frage stellst, hey, ich hatte diese Riesenchance, ich hatte diese Aufmerksamkeit, ich hatte diese Follower, habe ich was draus gemacht oder nicht? So, das muss natürlich jeder für sich selber definieren, das kann ich nicht definieren. Aber wenn ich jetzt sagen würde, wen ich auswähle, würde ich auf jeden Fall an sie denken, ja. Ich war damals ja auch mit ihr öfter unterwegs, das habe ich mich daran erinnert. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie krass das war, dieser Hype um sie. Das war Wahnsinn, Leute. Ich habe sowas noch nie erlebt. Machst du jetzt eigentlich öfter das Format, in dem du Instagram-Stories von den Kandidaten zeigst und kommentierst? Hat mir echt gut gefallen. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist natürlich immer davon abhängig, was die posten. Ne? Also die letzten beiden Wochen haben wir Glück gehabt, dass sie da interessante Sachen geteilt haben. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass wenn es immer weniger werden, dass es auch ein bisschen langweilig werden kann, was ich dann natürlich auch schade finde, weil das ja auch eine Chance für die Kandidaten ist, zu zeigen, hey, ich bin interessant, ich erzähle interessante Sachen, folgt mir so. Aber gut, müssen wir mal gucken. Ich werde das auf jeden Fall mal diese Woche im Auge behalten, aber ich glaube, dass es diese Woche ganz gut laufen könnte, weil das Umstyling natürlich einfach mehr
oder sehr viel hergibt. Ob ich Bad Vibes zu ehemaligen Kandidatinnen habe? Nö. Ja, Tessa Bergmeier mag mich jetzt nicht, aber ich glaube, das ist eher so sehr einseitig. Ich habe kein Problem mit ihr. Ich glaube, Liana mag mich jetzt auch nicht. Und ich glaube, ich hege jetzt auch nicht die größte Sympathie für sie, bezogen auf das, was sie teilweise so undifferenziert erzählt hat. Aber wenn sie mich jetzt Connect anrufen würde, würde ich mich auch mit ihr unterhalten. So ist es jetzt nicht, ne? Also das würde ich jetzt schon machen. Habe ich was, wurde aus begraben habe? Nö, habe ich nicht begraben. Aber irgendwie hat sich letztes Jahr so viele andere Themen gemacht, dass es nicht ergeben hat. Während der GNTM-Staffel will ich das nicht machen, weil ich ja während einer GNTM-Staffel Interviews mit den aktuellen Kandidatinnen mache. Vielleicht danach mal. Ich habe ja diese Bianca noch vor Augen. Wie findest du Sarah Amoril? Habe ich die Entwicklung, ich habe sie nicht mehr so verfolgt. Ich finde, dass sie nach wie vor eine schöne Frau ist. Das habe ich zuletzt gesehen, das ist schon ein bisschen her. Ja. Denkst du, dass ProSieben daraus eine Dating-Show machen wollte? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, und das ist das Grundprinzip von Produktion, das kann ich euch erzählen, es werden die Geschichten erzählt, die sich ergeben. Also ich meine, wenn sich natürlich ein Paar dort als Beispiel mal finden sollte, ja, natürlich erzählt man die Geschichte, es ist ein Unterhaltungsformat, warum sollte man die Geschichte nicht erzählen? Aber man versucht jetzt natürlich auch nicht auf Krampf eine Geschichte zu erzählen, die eigentlich nicht existiert, ja. Aber klar, wenn sich was ergibt und man ein bisschen geflirtet wird, ja, warum sollte man das nicht zeigen? Das macht es ja noch nicht so eine Dating-Show so. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe gar kein Beef mit Tessa. Ich habe damals ein Video über sie gemacht, als sie ja auch ein bisschen in diesem GNTM-Topf rumgerührt hat. Und dann ist sie mir entfolgt und hat das alles unglaublich persönlich genommen. Und keine Ahnung. Ich finde immer, wenn jemand so einen auf Selbstbewusst macht, dann kann man doch auch ein bisschen zu dem stehen, was man sagt. Oder auch ja, Natalie Volk hat mich blockiert. Aber das ist schon lange her. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum. Ich habe keine Ahnung, aber ist mir auch egal. Interessiert mich überhaupt nicht, aber ist mir gerade noch so eingefallen. Ja, aber sonst gibt es da eigentlich kein Drama. Von meiner Seite ja sowieso nicht. Ja, das wäre ein bisschen einseitig. Ja. Paulina war aber nicht in Staffel 11, sondern Paulina war in Staffel 5. Und Paulina hat in Staffel 5 damals bei Wetten, dass gewonnen. Das war im Jahr 2010. War nämlich die Staffel mit Alisa. Yes. Ja, Ivana wollte leider nicht. Die hatte ich schon mal angefragt. Die wollte nicht mehr mit GNTM in Verbindung gebracht werden. Aber ist auch okay, ne? Wisst ihr, mit dem ich ja eigentlich immer gerne mal quatschen würde, worauf ich voll Bock hätte, ist Payman Amin. Ich weiß, dass er nicht unbedingt so super positiv immer über GNTM spricht, das ist mir nicht entgangen, aber gerade deswegen finde ich es natürlich interessant, mal mit ihm zu quatschen. Weil wenn man immer in seine Story mal guckt, irgendwo, wenn er da irgendwo Interviews gibt oder so, hängt dann hinter ihm noch das GNTM-Plakat aus der Staffel, wo er war, wo ich mir dann immer so denke, so schlimm kann es ja nicht gewesen sein, ne? Oh Gott, so ist das. Damals war ich Riesen-Natalie-Fan. Riesen-Natalie-Fan. Immer noch, eigentlich. Also von dem, was ich in Erinnerung habe. Ja. Also ich fand Natalie eigentlich ehrlich gesagt immer cool, muss ich ehrlich sagen. Da gibt es von meiner Seite her nichts Negatives zu sagen. Aber sie mag mich nicht. Schade, werden sie überleben. So. Geben wir mir jetzt nochmal allen Daumen nach oben. Alle, die jetzt im Chat sind, bitte kurz das Chatfenster am X wegklicken, wo auch immer ihr das macht. Das ist ja bei jedem wahrscheinlich anders. Gebt mir allen Daumen nach oben und dann werden wir mal sehen, wie viele wir hier noch erreichen. Ja, kann ja wohl nicht sein. Also Leute. So. Anna-Maria Damm habe ich nicht so einen Bezug zu. Ich finde, dass sie eine beachtliche Karriere hingelegt hat. Sie war ja damals auch so ein bisschen die Erste, die quasi mit diesem GNTM-Hype eine Social-Media-Karriere gemacht hat. Das finde ich krass. Ja. Kam es mal vor, dass eine GNTM-Kandidatin, mit der du ein Interview gemacht hast, im Nachhinein wollte, dass du es löschst? Würdest du es prinzipiell machen? Also, naja, ich hatte jetzt das mit Tracy, es wurde ja aber nie veröffentlicht. Ich hatte tatsächlich noch nie die Situation, dass mich jemand gefragt hat, würde ich das machen? Das kommt drauf an. Also, wenn jetzt natürlich jemand sagt, so, ich möchte gar nicht mehr in der Öffentlichkeit stattfinden, und möchte die Spuren verwischen, was natürlich auch in der Regel Quatsch ist, weil
das Internet, also müsstest du das ganze Internet säubern, ja. Das ist natürlich Quark. Aber wird mich jetzt nicht prinzipiell, wird jetzt nicht prinzipiell Nein sagen. Muss man halt gucken, ne? Ich habe damals eine Ausbildung als Kinderpfleger gemacht und dann habe ich eine Erzieherausbildung angefangen, die habe ich aber abgebrochen. Ja. Oh, meine Sachen hier sind fast ab. Yay. Ist gut abgegangen, Schatz. Klasse. Great. Great, amazing. Ja. Jacqueline. Ja, der habe ich ja schon was wurde ausgemacht. Während der Corona-Situation. Ich liebe Interviews mit kritischen Leuten, also Pame, also was heißt kritisch? Kritisch ist ja nur jemand, der eine krasse Gegenposition hat. Das finde ich ja viel spannender, darüber zu debattieren, ja. Gerade, wisst ihr, was ich bei Pame interessant finde, ist ja der Fakt, dass Pame ja selber vier Staffeln dabei war und ich glaube auch, er wäre geblieben, wenn sich das noch ergeben hätte. Dann hat er dieses Curvy Supermodel gemacht, dann hat er Model WG gemacht, dann hat er dieses Million-Dollar-Shooting-Star gemacht, dann hat er Topmodel im Ausland gemacht und dann aber irgendwie zu sagen, ja, Topmodel ist irgendwie schlecht und das ist eigentlich nur eine Reality Show, da werden keine richtigen Models gefunden, wo man dann aber selber diese ganzen Formate macht und gemacht hat und auch immer noch macht, wo ich mir dann so denke, okay. Und ich schwöre euch, wenn man ihn jetzt anfragen würde, ob er mitmachen würde, würde er safe mitmachen, ja? Ziehst du eigentlich noch Gym durch? Ja, heute habe ich jetzt nicht so viel gemacht. Ein bisschen was. Ich mache meistens immer ein bisschen Krafttraining einfach nur. Oh, danke, du siehst so gesund aus in letzter Zeit. Ich hoffe, du fühlst dich aus. Ja, ich fühle mich gut. Ja, tatsächlich. Warum wurden dieses Interview mit Tracy nicht mit wegschneiden an den heiklen Stellen? Ja, verstehe ich auch nicht. Also ich will das Thema auch gar nicht nochmal aufwärmen, weil ich jetzt auch nicht möchte, dass die Leute ihr schreiben. Es gab eine Stelle, die sie als heikel empfunden hat, die ich nicht als heikel empfunden habe, aber das geht ja nicht darum, was ich empfinde, sondern was sie empfindet. Und ich habe ihr das angeboten, das einfach wegzumachen, aber sie wollte das dann trotzdem nicht haben und ich gehe davon aus, und das kann ich auch nachvollziehen, dass es vielleicht gar nicht in erster Linie um diese Stelle ging, weil sie hätte sich jetzt ja rausnehmen lassen, sondern es ging vielleicht darum, dass das Feedback ihrer Person ja generell schon nicht negativ war und sie noch nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen wollte. Warum hast du die Ausbildung damals abgebrochen? Weil ich festgestellt habe, dass ich diese Ausbildung eigentlich nur gemacht habe, weil ich nicht wusste, was ich machen will und weil mir bewusst war, dass ich in diesem Beruf sowieso nicht arbeiten möchte. Und dann dachte ich mir so, ich war gerade im ersten Lehrjahr, das erste Lehrjahr war fertig. Und dann dachte ich mir so, okay, warum soll ich jetzt 2 Jahre meines Lebens verschwenden? Also ich hätte noch 2 Jahre machen müssen, wenn ich eh weiß, dass ich nicht daran arbeiten will. Also es bringt mir ja nichts. Das ist ja Quatsch. So, und dann habe ich es abgebrochen. Bin dann noch am ersten Schultag bin ich dann hin und hab gesagt, hier, das war's, Tschüssikowski, ich verabschiede mich von euch allen, dann den hier gemacht, und dann war ich weg. Und es hat sich so gut angefühlt, so gut. Ja. Ich liebe es, dass du so viel machst während GNTM. Ich hoffe, es ist nicht mega anstrengend. Also, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, dieses Jahr mache ich so viel zu GNTM wie die letzten Jahre zuvor nicht, weil diese Kandidaten, nicht alle, aber die meisten, dieses Jahr ultra krass abliefern, mit hier ein Statement, da ein Statement, dort ein Statement, dies, das, Ananas, die hauen so viel raus, dass ich auch Themen machen kann. Die letzten Jahre habe ich halt einfach weniger gemacht, weil die mir nichts angeboten haben. Es ging einfach nichts. Machst du noch Künstlermanagement? Ja, mache ich noch. Wie viele DMs kriegst du jeden Tag? Das ist total unterschiedlich. Das kommt auch ehrlich gesagt darauf an, wie viel ich poste, wie viel ich nicht poste. Ja? Ich gucke mal, wie viele Werbungen ich heute live komme. Ich komme, also 3 mindestens. Vielleicht auch eine 4. muss ich mal gucken. Ja. Was ich nach meiner Ausbildung gemacht habe, ich habe ein Praktikum gemacht, erst beim Radio, dann freiberuflich gearbeitet beim Radio und dann habe ich ein Fernsehvolontariat gemacht. Das ist quasi eine Ausbildung zum Fernsehredakteur. Das ist halt das, was die Leute bei GNTM machen, die hinter den Kulissen arbeiten und so. Kilian kommt heute auch. Ramon findet sicher auch einige Boys attraktiv. Klar, natürlich, aber ich finde Menschen generell attraktiv. Natürlich nicht jeden, aber natürlich gibt es Männer und Frauen, die mir auch gefallen. So. Aber
ich sehe das auch gar nicht, also ich meine, ja, ich bin in einer Beziehung, und aber wir sind erwachsene Männer, ne? Also ich bin 36, ich kann andere Menschen attraktiv finden, ohne dass mein Freund sich Gedanken machen muss, dass ich jetzt, ne, versteht er? Also er wird auch durch die Straßen laufen und wahrscheinlich mal sagen, da war gerade eine attraktive Person. Er würde es natürlich leugnen, nein, Spaß. Ja. Ja, ich habe gesagt, dass viele, genau, dass viele GNTM-Kandidaten die Plattform nicht richtig nutzen auf Social Media. Das ist ja auch so. Also die meisten, finde ich, nutzen die Plattform nicht, vor allem auch im Nachgang nicht. Es sind aber genug dieses Jahr dabei, dass ich Videos dazu machen kann. Aber ich meine, guckt euch doch meine Videos an. Die Kandidaten, über die ich die Videos mache, das sind vielleicht 6. Das ist immer so 6 bis 7. Das heißt, alle anderen sind nicht interessant dafür, leider. Seid ihr beide nicht eifersüchtig? Nö. Worauf? Worauf sollten wir eifersüchtig sein? Wir wissen doch, was wir dann da haben. Wir wissen doch, dass wir kein Interesse an jemand anderem haben. Ich kann auch sagen, dieser Mensch ist attraktiv. Das heißt ja nicht, dass ich mit dem in die Kiste will, dass ich den heiraten will, dass ich mit dem zusammen sein will oder whatever. Also, nein. Warum sollte man deswegen eifersüchtig sein? Wir sind generell nicht eifersüchtig, weil wir einfach... Wir wissen ja, was wir dann da haben, ne? Nö. Ja, Tamara, glaube ich, hatte damals so ein bisschen das Problem, dass das ja alles ja in der Corona-Staffel war, also nicht in der Staffel, die in Berlin drin war, sondern davor, aber das lief alles da rein, dass sie, glaube ich, nicht so viel umsetzen konnte, wie sie sich das vorgestellt hatte. Ne? Man konnte ja nicht so reisen, wie man will, sie wollte ja immer in L.A. groß rauskommen. Das ist natürlich alles nicht passiert, ist ja klar. Ja. Aber ich muss euch auch mal ehrlich sagen, jetzt nochmal ganz ehrlich, ne? Das ist halt irgendwie auch so, das muss man auch jetzt mal ganz realistisch sagen. Also, die sind in diesem Format, die werden unglaublich gehypt von den Leuten dort und von den Zuschauern. Die kommen da raus und die denken natürlich, oh mein Gott, ich habe gerade so einen Hype um meine Person, ich bin super weit gekommen, ich habe 400.000 Follower, ich habe dies, das, ja. Dann ist aber die Sendung vorbei und dann ist es auch oft vorbei, weil die Welt, die sich ja trotzdem draußen weiterdreht und die sich nicht für Topmodel interessiert, ja, die juckt das doch nicht, wie da jemand angekommen ist oder sonst was. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt immer so das Ding. Also, das darf man halt nicht vergessen. Das Problem ist, das wissen oft die Models nicht. Das ist auch in diesem Jahr so. Die denken jetzt alle, oh, die sind jeden Sonntag, jeden Donnerstag im Fernsehen und, keine Ahnung, und dann ist es vorbei und dann ist das zack und dann verschwinden auch wieder viele Follower, das ist normal. Warum ghostet jemand plötzlich, nachdem er oft gesagt hat, wie gut er mich findet und wie gerne er mich kennenlernen will? Schwer verständlich, woher der Sinneswandel kommt. Puh, weiß ich nicht, das finde ich auch ehrlich gesagt sehr unerwachsen, was du mir gerade schreibst, aber man kann auch einfach sagen, du pass auf, ich habe doch kein Interesse mehr aus irgendwelchen Gründen, ja. Aber dann jemanden zu ghosten, finde ich auch, ach, das ist irgendwie auch ein riesengroßer Kindergarten, ja. Weiß ich nicht. Also welche Kandidaten ihre Instagram-Reichweite gut nutzen, ich kann jetzt nicht alle Namen nennen, guckt euch mal die Videos an, da seht ihr die, weil ich will jetzt auch nicht irgendwelche nicht nennen, die es am Ende vielleicht gut machen, aber alle, die zum Beispiel wirklich Q&As machen und die auch wirklich gute Q&As machen, jetzt nicht einfach nur, wie fandest du das Shooting oder wie fandest du den Walk, ja, wie soll man den Walk gefunden haben, war toll, super, klasse, sondern die auch einfach interessante Sachen drumherum erzählen. Also ich finde, Mare zum Beispiel macht das sehr gut. Ich finde, Jermaine macht das sehr gut. Ich finde auch Maximilian aus Österreich macht das sehr gut. Max aus Berlin macht das gut. Nuri ist sehr aktiv. Ja. Mir fallen jetzt gerade nicht mehr ein. Armin postet leider wenig. Linus beteiligt sich leider gar nicht so wirklich dran, der macht immer nur mal einen Repost, einen Storypost, so, das ist natürlich, klar, der viele Follower so, aber das ist natürlich, also, es gibt auch Leute, die viele Follower haben, aber als Beispiel dann trotzdem, wo die Reichweite tot ist, weil die eben nichts Interessantes posten und die Reichweite irgendwann eingebrochen ist. Wisst ihr, was ich meine, so? Es kommt ja auch auf die Storyviews an. Ja. Naja. So ist das, ne? Ich glaube, man kann sich mit allem erstmal bei GNTM
bewerben. Die Frage ist natürlich, genau, du sagst, wenn es eine kleine körperliche Einschränkung ist, dann glaube ich, ist es kein Problem, weil Lieselotte hatte ja aufgrund ihrer Verletzung auch eine Einschränkung und das konnte man ja lösen, diese Sache, ja. Das kommt aber natürlich darauf an, wie schwer das für eine Produktion ist, ja. Das muss ja auch realistisch sein. Also ob man da realistisch mitarbeiten kann dann oder nicht. Im beidseitigen Interesse, weil sonst ist es ja auch einfach nur unfair. So, ihr Lieben, jetzt ist dieser Livestream schon fast wieder vorbei. Jetzt haben wir über eine Stunde. Ja, guck mal, schreibt jemand, Linus habe ich auch mal gefolgt, aber weil nichts kam, habe ich meinen Follower entfernt. Ja, weil nur die Optik, und Linus ist ja wirklich nur ein super attraktiver Mann, nur die Optik reicht halt auch nicht. Dann hast du dir dreimal die Fotos angeguckt und denkst du dir, ach, eigentlich juckt er mich nicht, da kommt eh nichts, dann folgst du wieder. Das ist halt echt gefährlich, ne? Also deswegen finde ich das so wichtig, dass man in dieser Zeit auch seinen Content aufbaut und probiert oder sich so dafür festlegt, was möchte man sein, was möchte man erzählen, wo möchte man mit seinem Content hin, weil sonst entfolgen die Leute einfach irgendwann wieder. Und wenn man sich mal die ganzen Sachen so durchguckt von der letzten Staffel, dann haben ja alle viele Follower verloren, ne? Ja. Das ist halt so das Ding. Naja, gut, ihr Lieben. Ich glaube, das war es erstmal für heute schon wieder. Ja? Essen fertig. Oh. Wie hat er gerade das Essen gebracht? Das sieht ja gut aus. Mashallah. Lecker. So. Naja, dann werden wir uns gleich in den Werbepausen bei Instagram sehen. Also ich komme auf jeden Fall dreimal live oder viermal, ja. Und dann sehen wir uns in den Werbepausen. Und das war es jetzt erstmal für heute, für den Moment. Ich muss gerade mal gucken, wo überhaupt mein Ausknopf ist. Ah ja, da oben, okay. Und dann bis zum nächsten Mal, ja. Bis in wenigen Minuten in den Werbepausen.